Hallo, liebe Deutschlernende. Ich bin's, Marco von AuthenticGermanLearning.com. Und wir haben noch eine Woche im Jahre 2017. Und in dieser letzten Woche möchte ich gerne mit dir über das Glück reden. Ja, das Glück. Im Englischen gibt es eine genauere Unterscheidung zwischen Happiness und Luck. Im Deutschen haben wir die Unterscheidung nicht so sehr. Ja, wir haben das Wort Glück und auch glücklich sein. Aber es gibt keine große Unterscheidung zwischen Glück im Sinne von Luck, ja, im Sinne von, hey, ich finde eine Münze, ich finde einen Geldschein und ich habe Glück. Ja. Und die andere Bedeutung, Glück im Sinne von glücklich sein. Ja. Also das ist das Wort Glück. Es hat zwei Bedeutungen und die beiden Bedeutungen sind auch ein bisschen verwandt. Ja. Wenn ich viel Glück habe, bin ich auch glücklich. Ein Buch, was mich sehr begeistert hat, ein Buch, was ich sehr mag, ist Hektors Reise oder Die Suche nach dem Glück. Das ist ein Buch, was von einem Psychologen geschrieben wurde. Es ist ein Roman. In einem gewissen Sinne ist es autobiografisch, beziehungsweise der Protagonist heißt genauso wie der Autor. Und dieser Hektor, der auch ein Psychologe ist im Buch, im Roman, dieser Hektor begibt sich auf eine Reise, um das Glück zu finden. Und er lernt verschiedene Lektionen und immer wenn er eine Lektion lernt, dann schreibt er sie in sein Tagebuch. Und so sammelt er verschiedene Lektionen auf seinen Reisen über das Glück und ich möchte gerne mit dir über diese Lektionen reden und ich bin immer gespannt, was du denkst. Also bitte hinterlasse einen Kommentar, was du über die heutige Lektion denkst. Es gibt mehrere Lektionen und ich möchte eine Serie machen. Ich mache eine Videoserie und in jedem Video spreche ich über eine andere Lektion aus diesem Buch. Und die erste Lektion ist, Vergleiche anzustellen ist ein gutes Mittel, um sich sein Glück zu vermiesen. Und ich denke, diese Lektion ist sehr wahr. Ja, wenn ich überlege, ach, dieser andere Typ, der ist reich oder er hat eine schöne Frau, er hat ein schönes Haus, er hat ein schönes Auto, dann bin ich unglücklich. Ja, immer wenn ich Vergleiche anstelle, immer wenn ich denke, wie ist der andere Mensch im Verhältnis zu mir? Ja, wie geht es ihm, wie geht es mir, was sind die Unterschiede und so weiter, dann werde ich unglücklich. Ja, auch wenn jemand nicht so viel Glück hat, auch wenn es jemandem schlecht geht und ich vergleiche mich mit ihm, zerstöre ich damit auch mein eigenes Glück? Vielleicht nicht so sehr, als wenn dieser Mensch eine sehr gute Position hat im Leben. Dann vielleicht, dann zerstört es mein Glück vielleicht mehr. Aber ich denke, vielleicht auch wenn ich mich mit Menschen vergleiche, die es schlechter als ich haben, dann zerstöre ich mir auch mein Glück. Ja, was denkst du? Ist Vergleiche anzustellen ein Mittel, um sich das Glück zu vermiesen, ja oder nein? Und was denkst du darüber? Ich bin gespannt auf deinen Kommentar. Und lass dir dein Glück nicht vermiesen. Ja? Manche Leute vergleichen zum Beispiel ihre Sprachkenntnisse mit denen von anderen Menschen. Ja, sie denken, ah, dieser Typ, der kann schon so und so viele Sprachen sprechen oder dieser Mensch ist schon fließend in dieser Sprache. Ja, dieser Mensch spricht schon fließend Deutsch. Ja, oder der Marco ist Muttersprachler und spricht schon fließend Deutsch. Ich wünschte, ich könnte so sprechen wie er.
Naja, du bist kein Muttersprachler, also vergleiche dich nicht mit mir, das macht dich vielleicht nur unglücklich. Ja? Was denkst du über Vergleiche? Zerstört es unser Glück? Lass mich wissen, was du denkst. Bis morgen.